Hallo lieber Schütze und willkommen zu deiner Tarot-Kartenlegung, deiner Tarot-Monatslegung für den Dezember 2023. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe und die natürlich auch nicht für jeden passt. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Ja, und wir schauen hier wieder mit drei verschiedenen Tarotkartendecks in die vier Elemente hinein. Beginnen im Osten mit dem Luftelement, das sind die Schwerter im Tarot. Und hier finden wir die mentale Energie, das Denken. Und ich habe hier den Magier für dich gezogen. Der Magier, der gerade beginnt, seine Werkzeuge zusammenzusammeln. Und das zeigt einfach einen Denkprozess an, wo man sich überlegt, welche Möglichkeiten man hat, ja, welche Ressourcen einem zur Verfügung stehen, wie man etwas möglicherweise angehen könnte. Wir schauen auch direkt mal weiter, was hier noch dazu kommt. Wir haben die vier der Stäbe, die Vollendung. Ja. Die Vollendung bedeutet immer, dass sich quasi ein Kreis schließt und wir auf einer höheren Ebene weitermachen. Ich sage immer beispielhaft, es kann sein, du bestehst eine Prüfung und machst im gleichen Job in einer höheren Qualifikation weiter. Oder wir sehen hier auch immer eine Hochzeit. Und da ist es ja auch so, dass die Partnerschaft auf eine höhere Ebene gehoben wird, ja, dass man das Single-Dasein hinter sich lässt, die Verlobung hinter sich lässt und eben in die Ehe geht. Und so ist es immer eine Weiterentwicklung auf eine höhere Stufe, eine Vollendung. Es geht aber im Gleichen weiter, wenn auch ein bisschen, ja, höher. Und darauf liegt der Ritter der Kelche. Es kann sein, dass es dir Gedanken macht, wie du in Bezug auf die Liebe weitermachen kannst. Ja, entweder wie du jemanden kennenlernst oder wie du vielleicht in deiner bestehenden Partnerschaft etwas weiterentwickeln kannst, was auch immer das in einer bestehenden Partnerschaft für dich heißen kann. Ja, der Ritter der Kelche ist jemand, der ist sehr leidenschaftlich und emotional. Ja, der kämpft für das, was er tut. Ja, der ist aber auch ein sehr leidenschaftlicher Ritter. Ja, von dem her kann es eben sein, dass du vielleicht, wenn hier auch so ein bisschen ein Trott reingekommen ist in eine Beziehung, versuchst, das Ganze wieder zu beleben. Das muss sich aber nicht auf die Liebe beziehen. Das kann sich auch auf alles andere im Leben beziehen, dass du eben einfach schaust, so, welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, um mich einfach weiterzuentwickeln, um den aktuellen Kreislauf zu schließen und eben, ja, auf einer höheren Ebene weiterzumachen, ja. Und ich sehe hier so ein bisschen so wie eine leidenschaftliche Passion, die damit einhergeht. Ja, so einfach ein Denken, was auch nah an die Emotionen geknüpft ist. Und wir schauen jetzt zunächst mal in den Süden, in das Feuerelement. Im Tarot sind das die Stäbe. Und hier finden wir die Ideen, Wünsche und Impulse. Ja, und ich habe hier die 8 der Münzen. Ja, das heißt, du stehst mit irgendetwas am Anfang. Ja, du bist hier noch am Planen, bist am Ausprobieren. Er erschafft im Endeffekt ein Meisterwerk. Aber im Endeffekt ist er dabei, die ersten Stücke seiner Arbeit aufzuhängen und zu schauen, wie das Ganze aussieht. Ja, um dann eben auch weiter zu planen, um zu schauen, was steht mir zur Verfügung. Ja, hier sind auf jeden Fall Impulse da, etwas richtig gut zu machen, ja, so wie wenn man heiratet, dann möchte man ja eigentlich auch, dass alles perfekt ist, dass man einen schönen Tag hat, ja, dass alles klappt. Wir haben hier den Eremit, ja, es ist ein bisschen eine Besinnung auf dich selbst auch. Der steht auch immer dafür, dass wir unseren Weg finden, ja, und das ist ein Impuls, den spüre ich hier für dich, eben auch schon hier im Magier, dieses Möglichkeiten finden, Wege finden, und zwar aus dir selbst heraus. Ja, also die Lösung liegt in dir selbst und du bist quasi im Prozess, diese Lösung zu finden, beziehungsweise
einen Weg zu finden, wie du dich hier weiterentwickeln kannst. Ja, das kann zum Beispiel auch immer was Berufliches sein, eine Weiterbildung. Das kann ein Upgrade sein in deiner Wohnsituation. Ja, einfach etwas, wo du sagst, ich will hier eine Stufe höher. Und wir haben hier die Kraft. Ja, das ist das, was auch immer gerade in dir vorgeht, geht einher mit einem Prozess, der dich innerlich wissen lässt, dass du die Kraft hast, das zu schaffen, was du dir wünschst, das, was du hier anstrebst in der Vier der Stäbe. Ja, was auch immer das für dich ist. Und wir schauen jetzt direkt in den Westen, das sind die Kelche im Tarot, das Wasserelement, und hier finden wir eben die Gefühle, die zwischenmenschlichen Beziehungen, auch die Freundschaften. Und wir haben hier den Buben der Schwerter, das heißt, das Fühlen ist, wie ich schon dachte, eng mit dem Denken verbunden, ja, und dieser Denkprozess, der hier beginnt, den spürst du natürlich auch im Wasserelement. Wir haben hier den König der Kelche und das ist eben wieder die Liebe. Es kann gut sein, dass sich für dich die Dinge im Dezember um die Liebe drehen. Ja, wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung. Es muss nicht unbedingt die Liebe sein, aber bei diesen beiden Karten ist es schon sehr wahrscheinlich, dass es für den einen oder anderen etwas mit der Liebe zu tun hat. Und ja, dass sich deine Gedanken einfach um den Herzensmann, die Herzensdame drehen und eben einfach auch darum drehen, wie du dem Ganzen ein Fundament geben kannst, wie du das Ganze weiterentwickeln kannst, ja. Es mag sein, du kennst jemanden nur und überlegst, wie kann ich denjenigen oder diejenige zum Essen einladen und wohin könnten wir vielleicht gehen, wo würde es derjenigen gefallen, oder du überlegst dir, wie du überhaupt erst in Kontakt dazu kommen könntest oder wie du das Ganze anstellst, ja, in dem Fall wäre dann ein Treffen ja schon eine Weiterentwicklung. Ja, und es kann sein, dass du vielleicht auch Angst hast, dass dir jemand etwas wegnimmt, ja, Angst hast, dass das vielleicht aber auch nicht klappt. Ja, das liegt hier nicht ganz so einfach. Also es ist was, das sich einfach beschäftigt. Und es geht, würde ich sagen, um einen Herzensmenschen oder um etwas, was dir sehr, sehr wichtig ist. Ja? Wir schauen das jetzt noch im Norden an, im Erdelement. Das sind die Münzen im Tarot. Und eigentlich finden wir hier das Leben in der materiellen Welt und alles, was dazu gehört. Arbeit, Finanzen, Familie, Wohnen, die Liebe. Und hier haben wir die Hohepriesterin, ja, das heißt, dass deine Intuition dich führt und du weißt, dass alles im Leben zwei Seiten hat und du weißt auch, dass alles, was du tust, dass es entweder gut oder schlecht ausgehen kann. Und das ist eben so dieser Prozess, der hier in dir abläuft, dass du sagst, ich will aber, dass es gut wird, ja, ich will aber hier mein Happy End. Und das ist etwas, das brauchen wir alle ab und zu, dürfen wir uns alle wünschen, ja, so dieses Happy End. Hier liegt das Rad des Glücks mit dabei, was dich unterstützt. Ja, also ich sehe dich hier auf den Weg zum Happy End, ja, auch wenn du immer mal wieder Angst hast, dass etwas nicht klappt. Hier der Bube der Schwerter, der kann sich manchmal auch wie ein kleiner Junge fühlen oder wie ein kleines Mädchen, eben einfach so ein bisschen unsicher, dass er nicht weiß, was er sagen soll, weil er eigentlich aufgeregt ist. Und ja, wenn es eben um Herzensdinge geht, um Sachen, die uns wirklich wichtig sind, dann werden wir halt manchmal auch unsicher, ja. Das ist das, was hier liegt. Und wir haben hier noch die Königin der Münzen, ja. Die Königin der Münzen, die erkennt sich in den Dingen, die sie umgeben. Die erkennt sich auch in ihrem Partner oder in ihrer Partnerin, ja. Die erkennt die Gemeinsamkeiten, ja. Sie spiegelt sich hier in ihrer Münze. Das heißt, hier liegen Gemeinsamkeiten. Und die Königin der Münzen ist jemand, der eigentlich auch immer eine langfristige, stabile Verbindung anzeigt, ja, so wie diese Vier der Stäbe hier eine Hochzeit anzeigt, ja, es geht immer hier um dieses
langfristige gemeinsame. Also von dem her sagen die Karten, wäge deine Optionen ab, prüfe deine Möglichkeiten, ja, lass dich von deiner Intuition führen, ja, du musst hier vielleicht ein bisschen mutig sein, ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Universum steht hinter dir, hier liegen die glücklichen Fügungen, ja, die quasi, die Tür öffnen, dass dieses Happy End möglich ist. Und was auch immer sich für dich hier im Dezember manifestiert, fühlt sich für mich total schön an und stimmig an und auch so, dass es einfach richtig gut zu dir passt, ja. Von dem her, diese kleinen Unsicherheiten, die hier liegen auf der Gefühlsebene, die kannst du ganz leicht überwinden, ja. Hier liegen die Kraftimpulse mit bei, hier liegt der Weg, der aus dir herauskommt, ja, und eben auch die Inspiration, wie du das Ganze angehen möchtest. Und auch für dich gibt es zum Abschluss noch einen Edelstein. Und ich habe hier den Appetit und er sagt, verlasse deine Komfortzone. Ja, also vielleicht darfst du dich mal ein klitzekleines Stückchen weiter rauswagen als sonst. Ja, lieber Schütze, das war ein Blick für dich in die Tarotkarten für den Dezember. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Und hier siehst du noch ein Beispiel für eine Jahreslegung, die über 12 Monate geht, die ich nur persönlich aufnehme als Video zum Download für das neue Jahr. Und diese Legung, die geht immer von Januar bis Dezember und zeigt eben in verschiedenen Bereichen an, was wirklich wichtig ist zu sehen. Und falls dich das interessiert, falls du Interesse hast, so ein Video für das kommende Jahr zum Download zu bekommen, findest du alle Infos dazu auf meiner Website www.sonne-sand-meer-tarot.de und den Link dazu findest du ebenfalls unter dem Video. Alles Liebe!